Leersegel heißen, los geht's! Gut, wir sind jetzt auf der Seite der Insel. Also segeln wir darum. La 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 la. Ja, zum Hinschwimmen wäre es ein bisschen weit gewesen. Hätte man auch schon fast machen können, aber das hätte sich dann doch ein bisschen arg gezogen, um dahin zu schwimmen. Okay. Langsam, langsamer werden. Topsegel reißen! Alle Segel niederholen! Nein, 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 runter. Ah. Manchmal denkt die Steuerung, sie weiß, was ich möchte. Aber eben nicht immer. Dass er da einen Körper reinmacht. Naja. Wenn er will, so soll er tun. Ich halte ihn ja nicht auf, wie wir sehen. Super! Moment. Schatzkarten, 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 ja. Nein. Ah, ich habe nur noch die 2, okay. 606, das weiß ich, das war zu weit unten. 749. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mich auf der Karte so weit finde. Ach, ich bin... Pff, das dauert noch. Das dauert. Irgendwo hier so, so 6er... 6er und 7er Bereich. Ja, okay, hier ist... Ach, hier ist Nassau. Irgendwo in der Nähe von Nassau ist was? Naja, wir kommen da ja sowieso langsam, langsam, ganz, ganz langsam hin. Als nächstes... Wie fahre ich denn jetzt am schönsten? Ich glaube, es wäre am sinnigsten, Florida anzureisen. Und wieder schön zurück aufs Schiffchen. Schön wieder hochklettern, Edward. Ohne Scherenhände. Wer von euch kennt den Film Edward mit den Scherenhänden noch? Captain hat das Ruder. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Stopp! Bram! Marssegel! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Also Edward mit den Scherenhänden, das war für mich damals so ein toller Film. Ich kenne ihn noch zu Fernsehzeiten. Ich meine jetzt, es ist zwar schön, wenn ihr den kennt, so DVD oder Blu-ray oder was auch immer. UHD. Gibt es eigentlich UHD schon wirklich zu kaufen? Es ist, soweit ich weiß, das neue Format, aber ich glaube, so sonderlich markttauglich ist es noch nicht. Aber ja, Edward mit den Scherenhänden. Halt, 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 halt. Krieg ich ihn, krieg ich ihn? Ich habe ihn fast überfahren. Okay. Und schön einsammeln, einsammeln, einsammeln. Gut. Und jetzt eine richtig schöne Kehrtwende. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum. Segel satt. So geht die Wende schneller, wenn ich da einfach ein bisschen Segel wegnehme. Das sollte ich mir ein bisschen versuchen zu merken. So, da La und Desta wegen. Werft die Top- und Bramsegel! Steuerruder verlassen. Dann.
Habt ihr nicht gehört? Das ist also Florida. Aber ganz ehrlich, das sieht für mich einfach aus wie so eine alte... Ja. Unkartierte Insel, wo viele, viele Schiffe gestrandet sind. Zerschaulen sind. Irgendwie sowas. Ach so. Ich stehe direkt davor. Falsche Seite. Falsche Knopf. So. Ah. Aha. Mal schauen. So, da la. Okay. Hier hoch. Ja, da sehen wir es doch schon. Da sehen wir es doch. Unser Animus-Fragment. Unser Animus. Fragment! Boah! Das wäre aber fast schief gegangen. Mein aufs Holz möchte ich nicht unbedingt aufprallen. So. Hier hinten ist soweit frei. Ach so, da vorne ist der Aussichtspunkt. Gehe ich erstmal diesen Brief sammeln. Und schön. Das sah witzig aus. Hier raufklettern. Und hier so rüber. Und da wieder schön reinspringen ins Wasser. Schön untertauchen. Macht uns aber, glaube ich, nicht sonderlich schneller. Ist nur ein bisschen weniger Soundkulisse auf meinen Ohren. Da liegt die Flasche. Da, interagieren. Da ist sie doch. Zeit. Schön, wie das da so geschrieben ist. Man muss erstmal selber kurz lesen. Was steht da denn jetzt eigentlich? Weil heutzutage schreiben wir es ja anders. Ich erwarte einige Tage später in einem... Nee, ich erwachte einige Tage später in einem geschäftigen Dorf. Das liest sich so komisch durch das Haar. In einem geschäftigen Dorf der Eingeborenen an der Seite des selbigen Mannes viele Tagesreisen von dem Orte entfernt, den ich daheim nannte. Boah, ist das schwierig zu lesen, weil wir das heutzutage anders schreiben. Er selbigst war auch ein Eingeborener mit einem ernsten, aber freundlichen Antlitz und hatte sich Balaam. Okay, falsche Seite, falsche Seite. Er bat mich, mich nicht zu ängstigen. Merkwürdigerweise tat ich das nicht, denn sein Auftreten war ruhig und seine Worte freundlich. Ich fragte ihn, warum er mich an diesem Orte hatte verbringen lassen. Er schien wahrhaft überrascht. Und sagte, du bist der Weise, dein Antlitz verrät es, vor allem die Augen. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte, er fuhr fort. Du bist nur einer in einer langen Reihe von identischen Männern. Männern, die außerhalb der ursprünglichen Zeit geboren wurden. Dein Aussehen und deine Seele sind dein Muster, welches sich in allen Zeitaltern wiederholt. Oftmals... vergehen Jahrhunderte, ohne dass ein Weiser erscheint. Zu anderen Zeiten gibt es zwei in nur einem Jahrzehnt. Wir wissen nicht, weshalb. Und hole mich der Teufel... Oh, das ist so schön. Und hole mich der Teufel
Doch was er sagte, war mir auf unerklärliche Weise bekannt. Teufel. Oh, geil. Ich halte mich jetzt noch so ein bisschen an dem Teufel auf. Und auf erklärliche Weise bekannt. Trotzdem ängstigte es mich. Wie konnte ich ein eingeborener Mann sein? Wie konnte es sein, dass ich schon ein Leben gelebt hatte und nun ein zweites erlebte, derweil das erste noch nachwirkte? Ich verbrachte viele Tage mit diesem Balaam. Er erzählte mir alles, was er wusste. Dann stellte er mir Fragen in der Hoffnung, ich könnte sie ihm beantworten.